Moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Risen. Und wir sind immer noch auf der Jagd nach diesen Echsentrop. Werden in der Zwischenzeit ein bisschen Obsidian abbauen. Nette Ausbeute. Und dann werden wir uns den Trupp annehmen und ihn richtig. Wo kommst du denn her, mein Freund? Zur Seite. So, läuft doch. Nehmen wir es hier oder hier lang? Da waren Achsenkrieger, deswegen gehe ich mal davon aus, dass wir jetzt hier lang müssen. Ja, wir sind immer noch in dieser Vorhöhle des Tempels unterwegs. Oh, da ist so ein dicker Arschvieh hier. Ich hasse diese Dinger. Und der war aber leicht. Und hör auf, an die Wand zu kuscheln. Ferkelschwein, geh aus dem Weg hier. So, Steinplatte. Steinplatten geben uns Weisheit. Wir werden aber ein bisschen schlauer hier so. Ist hier noch was? Nö. Dann werden wir jetzt hier. Das einsame Tier haben wir von seinem einsamen Leben erlöst. Diese lila Kristalle finde ich voll cool. Erinnert mich immer an Star Wars Old Republic. Ist ja auch wieder ein Spiel, was ich gerne mal wieder zocken würde. Das Spiel ist echt gut gemacht. Was haben wir hier? Wieder eine Sackgasse. Warum bauen die eigentlich so viele Sack? Okay, ist atmosphärisch, aber in der Höhle gibt es ja nicht immer was zu finden und dann gibt es immer verwinkelte Stellen. Ist das der Trupp? Bist du der Jagdtrupp? Redet mit mir. Auf jeden Fall macht die richtig dicken Macker hier. Da ist wieder Obsidian. Ja, da steht Jäger, okay. Das ist er. Aber ich muss aufpassen, die scheinen ein bisschen was drauf zu haben. Hammer. Gott, ich muss weg, ich muss weg. Weg, uhuhuhu. Gut. So, wieder fighten. Aber ich bin hier ein bisschen eingekesselt. Level aufgestiegen. Gott, haben wir. Geil, jetzt können wir das auch wieder lernen. So, Gold schmieden und. Was machen wir den anderen 5 Punkte? Das überlege ich mir noch. So, hat jetzt keiner hier eine Karte bei gehabt? Was ist los? Okay. Ja, also Gold schmieden auf jeden Fall. Und dann, was hatte ich noch? Mal kurz noch überlegen. Das überlegen wir uns noch. Na, ja, die ist können ja mal nicht zu kurz kommen. holen. Siegel, genau, das mit den Siegel wollten wir machen. Genau. Aber das wollen wir eine Schriftrolle erstellen. Die Schriftrolle erstellen wollen wir und hier. Wo ist denn hier Goldschmieden? Oder können wir Erze schürfen? Ach, wir müssen Schmieden noch auf Level 3 kriegen. Wahrscheinlich können wir deswegen Obsidian nicht machen. Okay, da bin ich mir jetzt unsicher. Komm, wir holen den raus. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Okay, den werden wir mal befreien. Wir müssen auch Schmieden auf Level 3 kriegen. Ach, da, okay, dann haben wir ja unsere Sache. Also Schmieden Level 3. Und dieses. Was beschützt ihr beide da? Das ist die Frage. Nix da, Leute. Nee, der hat. Der wird nämlich nicht abpinsel laufen. Habt ihr gesehen? Ich fange jetzt an, zur Seite zu laufen. Was ist eigentlich die Level? Oder ist der Schlüssel, okay. Was ist eigentlich das Level Cap? Wir haben jetzt Level 20. Wir können immer noch Erfahrung sammeln, aber. Boah, 10.000 brauchen wir wieder. Look die Luca. Hier sind wir dann wieder draußen.
ist hier so ein Ding alleine? Ist das ein... Nee. Thron. Das gleiche. Dann werden wir mal... Haben wir hier was aktiviert? Nee. Wollen wir jetzt mal den Typen hier befreien? Hoffentlich bist du nett. Was will Mensch? Darkhead Mensch. Mensch Freund von Dark. Ja, wir sind uns schon mal begegnet. Dark gefangen von Schuppige. Mensch befreit Dark. Stimmt, den haben wir doch schon mal befreit. Besonders lange konntest du deine Freiheit ja nicht genießen. Dark jetzt wieder gefangen. Uiuiui. Warum bist du wieder gefangen? Dark nimmt Keule und tötet Schuppige. Aber Schuppiger zaubert bösen Zauber auf Dark. Oh. Dark eingesperrt. Dark wieder eingesperrt. Dark mächtig sauer. Naja, dann. Du bist frei. Dark schuldet Mensch das Leben. Dark will Schuld tragen. Für Ehre von Dark. Dark wird helfen. An Seite stehen. An Seite kämpfen. Das Gesetz der Ehre. Cool. Ich verfolge ein paar Echsen. Echsen? Echsen? Dark sagt Schuppige. Verstanden. Dark wird Leben schützen und Feinde töten. Geil, jetzt aber richtig. Einen großen Kerl wie dich könnte ich schon gebrauchen. Dark groß und stark. Dark und Mensch. Ja, jetzt aber ein richtig geil Kumpel hier. Mensch spricht, Dark folgt. Geiler Mist. Gut. Gut. Der Dark, der macht das. Heilkraut hier. Eine Zelle und da wächst ein Heilkraut. Yeah, WTF, geil. So. Wo sind wir denn jetzt hier? Ach, das kennen wir doch. Oder? War das nicht verschlossen? Reiselust. Das kennen wir doch. Hier waren wir doch schon. Doch, hier waren wir schon. Na klar. Aber es ist ganz schön dunkel. Ist nicht irgendwo im Bett gewesen oder so? Ein Grab. Ich würde aber gerne jetzt erstmal das lernen hier. Also schmieden lernen. So, machen wir erstmal. 8. Habe ich für dieses Ding hier ein Portal? Erstmal gucken. Also, nee, warte, wir machen das jetzt hier erstmal zu Ende. So. Mega. Da sind sie. Ich wünschte aber, es wäre heller. Da die Goldmünzen von uns, glaube ich, gerade Sonnenaufgang. Oh, ja. Doch, ran da! Oh, yeah. Haha, Loser. So, warte mal, kamen wir hier nicht irgendwo nicht weiter? Können wir Dog missbrauchen hier oben? Müssen wir, glaube ich, sowieso hier lang. Bestimmt müssen wir jetzt in diese Höhle. Das wäre natürlich geil. Aber wie laufen wir da nochmal lang? Gab es hier nicht einen Weg nach oben? Hier waren ja diese ganzen Schuppenbestien. Genau da hoch. Aber dann müssen wir, glaube ich, erstmal hier runter. Geil, oh, der Dog, der ist so geil. Da hängen die Echsenkrieger, aber ich versuche erstmal mit Dog hier hochzugehen. Vielleicht läuft er mir hinterher, das wäre natürlich richtig geil. Dann kriege ich nämlich die ganzen Dinger hier auch weg. Mit ihnen zusammen. Dog, bist du bereit, deine Gefährten wegzublasen hier? Oh Mann, hier. So, mal kämpfen. Ja, geiler Mist, mit dem krieg ich hier alle weg. Oh, der ist runtergeflogen. Na gut, egal. Danke, Dog. Mit dir rocken wir das Feld hier. Ist das geil. Dann machen wir mal gleich weiter hier schnitzeln, ey. Ist das geil.
Wow, geil. Und nochmal von vorne. Jawohl. Oh, das sage ich nicht schlecht gerade. So Amulett, geschicklich Bestärkung. So, geil. Heilkraut, was haben wir hier? Abgebrochenes Zweinschwein. Ist es das zweite Teil? Geil! Wow! Das kann man da gleich machen. Ogerkeule. Geil! Oh Gott, ich bin schon in der dritten Folge und muss dann wieder anhören. Ich hab mir das in die ganzen Folgen noch. Sorry, ich bin gerade wieder in mich hier. Warte hier. Außer Doc, er kommt nicht weiter mit. Es reicht schon, Doc, du hast mir echt geil geholfen. Ach, geil. Oh, Leute, ich bin gerade wieder glücklich. Hoffentlich ist das Schwert doch geil. Hoffentlich. Selbst wenn. Einfach nur, weil wir es können. Machen wir dann über Doc nicht mehr in der Backe. Wohin, Lehrling? Jäger. Was hat die Jäger eigentlich getötet? Wie weit müssen wir jetzt runterlaufen? Da liegt wieder einer, okay. Vielleicht bei den Druiden. Da habe ich, glaube ich, einen Portalstein. Das ist ein Stein. Da ist der Druide, okay, all klar. Was machst du hier? Du wolltest doch zusammen mit dem Inquisitor in den Vulkan. Hast du schon etwas herausgefunden? Ich verfolge einen Trupp Echsen. Sie sind den Weg runter, Richtung Jagdhütte. Wenn du dich beeilst, kannst du ihn noch einholen. Dankeschön. Geh weg, Eldrick. Alter, Lachsachbar. Boah, ich denke immer, das ist so ein Aschenbecher-Monster. Aber das ist der Grundstalk hier. Noch was wir kaputt hauen können. Ach, die wollen die Jäger bestimmt holen. Kommt das Vieh mal mit hier? Oh, yeah! Lol, mit Einschlag. Da sind sie. Schnell! Den Hund retten! Doc, ran da! Nein, der Hund! Oh, yeah! Oh, yeah! Der Hund! Der Hund hat sich dran geschafft. Hier! UFO! Gott, wie liegt denn der da? Wir trauen in Frieden mit UFO. Er war ein großer Freund. Diese Viecher. Wo kommen die her? Sie sind tot. Genau. Das ist alles, was zählt. Er hat ihn nicht so interessiert. Um ein Haar hätten sie mich getötet. Ja, sie haben UFO getötet. Ich werde in Zukunft auf jeden Fall besser aufpassen. Wer hat die Karte? Sehr schön. Gefunden, was gesucht war? Ja. Jetzt muss ich wieder in den Vulkan. Geh in Berg. Pass auf Schuppige. Pass auf Menschen. Keine Sorge. Die Menschen sind auf meiner Seite. Menschen wie böse Zauberer. Besser niemals Rücke zeigen. Niemals einschlafen. Keine Sorge, ich passe schon auf. Doc war mit Mensch gemeinsam in Kampf und Suche. Nun geh alleine. Bring zu Ende, was längst. Doc, begonnen. Du bist echt eine geile Sau. Muss man sagen. Doc. Kommen einfach hierher und denken, sie können mich umbringen. Sie haben Rufo getötet! Das eher. Versklaven? Niemand versklavt mich. Das haben die Biester jetzt auch gemerkt. Gürger, Echsen. Wo du hinkommst, ist wohl immer was los. So.
Das haben wir geschafft. Doc ist auch weg. Jetzt werden wir uns erstmal in die Hafenstadt begeben, denke ich mal. So. Ne, das war Vulkanfestung, ne? Ne, sieht nach Hafenstadt aus. Jo. Sehr schön. Dann gehen wir da erstmal eine Butze machen und werden schmieden lernen. Siegel können wir ja nur noch Vulkanfestung lernen, aber da ist ja anscheinend noch. Muss man erst warten, im neuen Kapitel, denke ich mal. Nee, warte, ich wollte ja zu Schmiede, wo laufe ich dann lang? Warte, ich wollte noch mal gucken, was der hier noch mal verkauft. Mann, Leonardo, ja. Ich brauche Tränke. Der hat den Getränk für. So, 300 Gold, dann haben wir das schon mal. Und Wein nehmen wir auch noch mal mit hier. Was hat der noch Brauchbares? Ne, die können wir ja schon. So, können wir auch wieder ein bisschen verkaufen. So, die brauchen wir nicht mehr. Ich bin gerade überlegen, Stärke plus 8, nee. Jetzt kommt das weg. Das brauchen wir nicht. Den haben wir zweimal. Zweimal brauchen wir einen Ring nicht. Und das mit den Vasallenkristallen sollten wir vielleicht auch nochmal machen. Schutz vor Feuer und Klingen. Schutz vor Stich und den kann weg. Nee. Oh. Das beiden mal erstmal. So, die können aber alle weg hier. Fupp. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Warenkorb handeln. Sehr schön. Sehr schön. So. Habe ich gerade richtig gesehen, dass wir richtig viele Tränke herstellen können? 21 von den Dingern hier. Geiler Mist. Oh Gott, die Flasche sieht ja geil aus, muss ich schon sagen. Kurz das gucken. Fertig. So, und jetzt ab zu Alchemie. Wir haben 10 Lern. Wieso haben wir 20 Lernpunkte, weil wir Stufe 20 erreicht haben? Okay, damit können wir richtig auf die Kacke hauen jetzt. Aber, nee, der bringt uns das ja nicht bei hier. So. Weiter. Ich habe Obsidian für dich. Willst du tauschen? Nee. Was kannst du mir beibringen? Schmieden, genau. Ich will zwei Handschwerter schmieden. Du musst den Schmiedehammer auf der glühenden Klinge tanzen lassen. Schnelle und präzise Schläge. Wenn du dieses spezielle Singen der unfertigen Klinge hörst, machst du es richtig. Nur so kannst du die allerbesten Eigenschaften des Metalls hervorholen und wahrhaft meisterliche Stücke anfertigen. Geil, okay. So, jetzt brauchen wir nochmal. Ich habe Obsidian für dich. Willst du tauschen? Nee, können wir noch nicht. Aber, so, jetzt will ich noch kurz was gucken. So. Ogerkeule, die Waffenschaden 10. Die kann ich sogar anlegen oder was? Wo ist denn das Schwertstück jetzt hier? Okay, was mache ich damit hier? Geh mit folgenden Zutaten zu Esse. Wer ist Esse nochmal? Da muss ich mich nochmal erkundigen, wer Esse ist. Wer ist denn Esse? Den kenne ich gar nicht. Aber wir haben gleich schon wieder Level Up, lol. Wer ist denn Esse? Das verwirrt mich. Na egal, ich werde das ja schon mal rausfinden. Die Folge ist sowieso mit der Zeit jetzt vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir werden jetzt rausfinden, was nächste Folge Esse ist, damit wir das Schwert spielen können. Und dann werden wir weiter gucken, dass wir, denke mal, Kapitel 3 dann beendet haben, ne? Freut euch drauf! Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wa?
Tschüss.